Was passiert heute Abend? Ich möchte heute Abend einen Vortrag halten zum Thema Buddhismus und Ökonomie. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten ja viel Anlass gehabt, Stichwort Finanzkrise, über ökonomische Fragen zu diskutieren oder zu trauern, falls wir Geld hatten. Und ich denke, es ist mal an der Zeit, sich wieder zu vergewissern oder überhaupt sich mal klar zu machen, was denn ethische Grundlagen von Wirtschaft, von ökonomischer Tätigkeit sein müsste. Und in diesem Zusammenhang den Buddha zu befragen, wie ich das hier immer gern mache. Der Buddhismus ist sicher ein Weg nach innen. Spiritualität ist ein Weg nach innen, ein Weg zur eigenen inneren Vervollkommnung. Aber genauso sicher hat auch der Buddhismus seine soziale, seine gesellschaftliche Dimension. Denn diese Lehren wirken ja auch in das menschliche Zusammenleben hinein. Auf der einen Seite schon dadurch, dass die allgemeinen ethischen Orientierungen ja etwas über das menschliche Zusammenleben sagen. Aber auch deshalb, weil jeder irgendwo in zwischenmenschlichen Kontexten steht und arbeitet und da einfach sich irgendwie auch buddhistisch verhält. Und deshalb ist es klug und vernünftig auch mal zu gucken, wie sieht das in meinem Kopf aus, wenn ich zu diesen Dingen befragt werde, wie werde ich meinen Lebensunterhalt, meinen Lebenserwerb, wie kriege ich den hin? Was sind denn meine Maßstäbe, wie ich mich überhaupt in diesem Kontext verhalte? Wenn man jemanden fragt, der mit buddhistischen Themen nicht wirklich bekannt ist, wird man immer wieder auf zwei Vorurteile stoßen. Das eine sagt, Buddhismus ist eine Mönchsreligion. Man hat die Bilder vor Augen, was machen Mönche? Sie kleiden sich gelb-rot oder grau an, wie auch immer, betteln, kümmern sich um ihren Kram und ansonsten hört man nichts von ihnen. Und das zweite, dass der Buddha über weltliche Dinge wenig gesagt hat. Angeblich hat er viel über Meditation gesprochen, über philosophische Themen, aber wenig über Dinge, die praktisch handhabbar sind, die etwas mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben. Beides ist falsch. Zum einen war der Buddhismus nie eine Religion von Mönchen und Nonnen. Das hat schon vor 2500 Jahren nicht funktioniert, denn die Mehrzahl der Menschen damals waren schon Laien, die den Orden unterstützt haben. Hätte das damals nicht sozusagen ökonomisch funktioniert, hätte der Orden gar nicht existieren können. Und das Zweite, wenn man die vielen, vielen Worte, die von dem Buddha überliefert sind, einmal prüft, wird man feststellen, wie detailliert er zu manchen Dingen, zu lebenspraktischen Dingen, er Stellung genommen hat. Und ein bisschen was will ich davon heute euch präsentieren oder wenn ihr es schon ein bisschen in Erinnerung ruft. Zunächst gilt es mal festzustellen, dass der Buddha wörtlich sozusagen anrät zur ökonomischen Tätigkeit. Also nicht, zieht euch zurück, vergesst alles, sucht eine Höhle und lasst die anderen ihren Kram machen, sondern für den Otto-Normalverbraucher, das sind wir alle, rät er bewusst und gezielt zur ökonomischen Aktivität. Und er sagt, vier Dinge braucht es oder vier Eigenschaften braucht es, um weltliches Glück zu erwerben. Und eine von diesen Eigenschaften, eine von diesen Formen, weltliches Glück zu erreichen, ist eben ökonomische, wirtschaftliche Aktivität. Das heißt bei ihm so, da erwirbt sich ein Mensch durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Ist ja für viele schon ein Fremdwort geworden, dass man heute mit Arbeit sein Leben bestreitet. Ja? Also all die Zocker, die wir kennen, die wollen auch Geld verdienen, aber viele denken nicht dran, dass es mit Arbeit passiert, sondern sie haben andere Methoden oder suchen andere Methoden. Und hier wird einfach schlicht gesagt, schafft was. Ja? Macht was, tut was. Arbeitet. Und dann wird es auch immer berechnet auf die Zeit vor 2500 Jahren, vor unserer Zeit heute, wird es da konkretisiert. Das heißt, da ist jemand, der Ackerbau betreibt und Viehzucht, Handel, oder er ist königlicher Beamter oder Handwerker. Also spätestens bei königlichen Beamten denkt man, ja, das gibt es noch nicht wirklich. Ja? Und trotzdem
bei diesen vier Beispielen sind die Grundprinzipien von Ökonomie, von Wirtschaft aufgezeigt. Also landwirtschaftliche Tätigkeit und Viehzucht, das ist Produktion. Man stellt etwas her. Heute stellen wir andere Dinge her, neben Milch und Butter, aber man produziert etwas. Dann haben wir den Handel, das ist ein zweites Prinzip von Ökonomie, man muss die Dinge verteilen, man muss sie irgendwie an den Mann, an die Frau bringen. Also der ganze Bereich von Umverteilung und Strategie. Dann haben wir den königlichen Beamten, das nennen wir heute Verwaltung. Ja? Wissen wir, was das ist. Und last but least, der Handwerker, der hier genannt wird, das ist heute Dienstleister. Also das ist ein bisschen das Geheimnis, dass man das, was der Buddha uns mitteilt, transportieren muss und transponieren muss in unsere Zeit. Sozusagen erkennen muss, was ist da heute noch dran. Und es wird uns oft so gehen, dass wir merken, wie aktuell das ist, was vor 2500 Jahren gesagt wurde. Also Produktion, Verteilung, Verwaltung und Dienstleistung sind die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und in dem Kontext wird von dem Buddha eine menschliche Eigenschaft nochmal besonders betont, die vielleicht auch nicht mehr den Stellenwert heute hat, wie sie früher mal hatte. Das ist nämlich die Wertschätzung von Fleiß. Neben anderen Eigenschaften, aber die Wertschätzung von Fleiß. Und da sagt er, da ist jemand tüchtig, nicht nachlässig, geschickt und verantwortungsvoll arbeitet jemand. Auf rechte Weise versteht jemand zu handeln und zu etwas anzuordnen. Also, Tätigkeit und die Eigenschaft dazu, die man braucht, um diese Tätigkeit aufrechtzuerhalten, ist Fleiß, Engagement, ja, Energieaufwand. Außerdem Sorgsamkeit noch, wenn man etwas sich erarbeitet, erschaffen hat, muss man auch aufpassen, dass es einem nicht irgendwie wieder durch die Finger zerrinnt, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. So, das ist immer so ein Grundprinzip, dass der Buddha so eine Art Urökonom ist. Nur, der Unterschied ist, oder ein Wesensmerkmal ist, dass all die Fragen, die er aufwirft, eben nicht im Kontext, in dem Fall von Ökonomie, von Wirtschaft allein gesehen werden dürfen, sondern er immer versucht, Einzelfragen in einem größeren Zusammenhang zu verstehen. Denn nur aus dem größeren Zusammenhang kann man verstehen, wie Entscheidungen im Einzelfall zu beurteilen sind, ob sie richtig oder falsch sind. Und deshalb gibt es in Bezug auf jetzt unsere thematische Frage heute Abend, gibt es die zwei Dimensionen. Einmal, was sagt der Erwachte über Ökonomie selbst, über die Qualität einer solchen Ökonomie? Und zweitens, welche Rolle spielt denn Wirtschaften, unser Beruf, sage ich mal ein bisschen platt, im Gesamtkontext unserer spirituellen Entwicklung auch. Also es ist einmal die Reichweite von hier bis zur Tür, aber dann auch die Reichweite, dass wir außerhalb der Tür auch noch merken, da ist was los. Also die existenziellen Situationen, Gegebenheiten sind von einer großen Bedeutung. So, das ist die erste Kategorie, die immer auftaucht, die Frage von Ethik. Frage von in dem Fall Wirtschaftsethik. Welche Grundprinzipien muss man einführen, dass man von einer Ökonomie, dass man von ihr sagen kann, die ist soweit in Ordnung? Und die Grundorientierung der buddhistischen Ethik ist bekannt. Ich sage sie immer wieder, weil man die nicht oft genug wiederholen kann. Negativ formuliert sagt buddhistische Ethik, man soll nicht so handeln, dass man auf Kosten und zulasten anderer lebt. Also nicht glücklich werden wollen auf Kosten des anderen. Mir geht's gut, aber schade, dass es dir deshalb schlecht geht. Oder positiv formuliert, dass man jeweils so handeln soll, dass die Motivation der Freundlichkeit, des Wohlwollens, der Solidarität, des Mitempfindens ist. Die Grund, sozusagen Orientierung von buddhistischer Ethik. Und wenn man das runterbricht auf fünf konkrete Sektoren, in denen man sich sozusagen bewähren sollte, dann sind wir bei den fünf Sila, die ihr auch hier schon mindestens 280 Mal gehört habt. Und heute kommt das 281. Mal. Ethik konkretisiert heißt immer, nicht töten, nicht verletzen, ja,
nichts zu nehmen, was einem nicht zusteht. Auf der Ebene zwischenmenschlicher Begegnung, Begegnung Mann-Frau, nicht sozusagen sich falsch verhalten. Auf der Ebene der Sprache korrekt sein, nicht irreführend reden, nicht lügen. Und was den eigenen Geist angeht, ihn möglichst nicht mit Alkohol, Drogen oder sonstigen bewusstseinstrübenden Mitteln noch mehr zu verderben, als er schon ist. Das ist Grundprinzip. Jetzt fragt man sich, aber du willst doch über Ökonomie reden, natürlich. Aber da ist einfach die Kunst, die allgemeinen ethischen Orientierungen sozusagen auf die einzelnen Lebensbereiche zu beziehen und Schlussfolgerungen auszuziehen. Und wenn man diese fünf vor Augen hat, wird man schon sehen, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf unsere Fragestellung haben. Das hängt nämlich mit der Frage an, wie und auf welche Art und Weise man sich denn die materiellen Güter erwirbt, mit denen man es zu tun hat oder die man haben will. Und da hören wir immer wieder die Empfehlung, schafft euch was an. Ja, ihr könnt etwas besitzen, ihr könnt etwas genießen, aber achtet darauf, dass ihr das, was ihr euch erwerbt, auf rechtmäßige Art und Weise erwerbt. Also nicht auf krummen Wegen, sondern auf rechtmäßige Art und Weise nach den Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Und da ist diese Grundprinzipien, die Grundprinzipien habe ich vorhin genannt, das ist Arbeit, Engagement, Einsatz von Energie. Und da ist es, ich will den Buddha mal zitieren an der Stelle, da ist jemand, der sich seinen Besitz durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seine Hände Fleiß, im Schweiße seines Angesichts, auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Klingt anstrengend. Haben wir ein gutes Gefühl dabei. Ja, warum, werden wir noch feststellen. So, und das bedeutet konkret, dass diese Art von buddhistischer Ethik bestimmte Erwerbsquellen von vornherein ausschließt. Nicht alles machbar. Nicht alles, auch nicht alles, was legal machbar ist, ist für jemand, der sich Buddhist nennt, machbar vom ethischen Gesichtspunkt her. Stichwort 1, Diebstahl, Übervorteilung, gewaltsame und betrügerische Bereicherung. Kann man sofort wegtun, ist klar, weil sich das mit den fünf Zielen in keiner Weise in Deckung bringen lässt. Aber auch ausbeuterische Verhältnisse, ob die offensichtlich sind oder ob die subtil sind, ausbeuterische Verhältnisse haben auch keine Chance danach. Weil man da die Arbeitskraft anderer oder das Ergebnis der Arbeitskraft anderer sich aneignet, nicht von der eigenen Arbeitskraft lebt. Und in dem Kontext, den ich genannt habe, gibt es regelrechte Tabuberufe. Handel mit Waffen, ich hoffe, es ist keiner dabei. Handel mit Alkohol, mit Gift, mit Fleisch und mit Lebewesen. Weil da immer Töten mit verbunden ist oder die Absicht zu töten, oder zumindest das in Kauf nehmen, dass jemand anders sein Leben verlässt. So, das war der Aspekt, wie komme ich zu den Dingen, die ich haben will und die ich brauche? Antwort, schaff was und sei ehrlich. Zwei Worte konzentriert. Und dann gibt es schon vor 2500 Jahren gute Anleitungen, wie denn die sozialen Beziehungen im Arbeitsprozess sein sollen. Nicht? Also wir werden heute sagen, wie sich denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Verhältnis zueinander befinden. Und da gibt es ja alte Fehlung. Und das Prinzip ist die wechselseitige Verpflichtung. Ich habe Verantwortung für dich, ihr habt Verantwortung für mich. Es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Was die Arbeitgeber angeht, da wird gesagt, euer Hauptproblem ist Fürsorgepflicht und Großzügigkeit. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer gegenüber und Großzügigkeit. Konkretisiert, ich zitiere, Arbeit nach Leistungsfähigkeit zuteilen. Also gucken, was kann jemand? Wo ist jemand überfordert? Wo kann ich eine Arbeit nicht zuteilen, weil es nicht funktioniert? Einen angemessenen Lohn zahlen. Wir diskutieren heute noch über Mindestlöhne. Ja, das ist da sozusagen angedeutet. Muss ein Lohn sein, von dem er auch irgendwie existieren kann. Bei Krankheit für Pflege sorgen. Wie lange hat es gedauert, bis die Lohnfortzahlung bei uns eingeführt worden ist? Nicht? Also in den Sowohl vor 2500 Jahren gefordert. Nicht so konkret, aber
vom Anliegen her. Und außergewöhnliche Annehmlichkeiten teilen mit dem Arbeitnehmer. Also vom Profit etwas abgeben. Sagen wir mal, eine Gratifikation ausschütten. Weihnachtsgratifikation. Manchmal sage ich auch Boni dazu, aber das kommt nicht immer gut an. Kommt nicht gut an, ist out, ist auch nicht mehr in, habe ich zurückgezogen. So, aber umgekehrt gilt auch für den Arbeitnehmer, dass er bestimmte Verpflichtungen hat. Da genügt es nicht zu sagen, ich gucke am Monatsende oder Anfang, ob auf meinem Konto das Geld eingetroffen ist. Sondern muss auch eine Form des Gebens da sein. Zitieren? Das klingt bitter. Früherer Arbeitsbeginn und späteres Arbeitsende als der Chef. Ja? Also mehr tun als der Chef. Muss man nachdenken drüber. Ehrlichkeit. Ist ein Thema am Arbeitsplatz heutzutage. Ja? Was ist mein und was gehört dem Laden? Was gehört der Firma? Was gehört anderen? Engagement bei der Arbeit. Könnte manchmal auch ein Prozent mehr sein. Nur, dass man sich daran erinnert. Ja? Das ist sozusagen eine Bringschuld des Arbeitnehmers. Und den guten Ruf des Arbeitgebers fördern, wird dann auch gesagt. Also genug Stoff zum Nachdenken. So, jetzt fragt man sich, oder immer kommt man an eine Stelle, wenn es um ethische Fragen geht, man fragt sich, warum soll ich es denn wirklich tun? Warum? Es klingt alles so schön, man wird aufgefordert, ein guter Mensch zu sein. Wie weit komme ich denn damit? Lohnt es sich denn, nach ethischen Maßstäben sich zu verhalten? Ist man dann nicht am Ende der Dumme? Ja? Hat man nicht das Nachsehen, wenn man all die Punkte sozusagen beachtet und ist dann der Einzige und der einzige Depp sozusagen, der noch eine Moral empfindet und sonst keine mehr? Also warum Ethik? Warum ethisches Verhalten? Ist das nichts für schönes Wetter, wenn es allen gut geht? Aber was ist denn in Krisen, wo es den Leuten schlecht geht? Kann man sich dann ein solches Verhalten noch leisten? Kann man da noch ehrlich sein? Zur Erinnerung, buddhistische Ethik ist nie ein Appell. Ach, seid doch lieb. Ja? Seid doch nett zueinander. Seid doch anständige Menschen. Sondern buddhistische Ethik beruht immer auf Einsicht. Auf Einsicht in Realität. Und in dem Fall ist es die Einsicht, dass unser menschliches Handeln, unser Tun, in dem Fall ökonomische Aktivität, mit dem korrespondiert, was wir in dieser Welt erleben. Das sind, wie ihr wisst, keine Zufallsprozesse, das, was der Buddha Karma nennt. Was als Tun von uns ausgeht, kommt als Ergebnis, als Erleben zu uns zurück. Und es geht nicht, das ist eine tiefe Einsicht, dass ein Einzelner auf Kosten anderer glücklich wird, oder eine Gruppe, oder ein Volk, ja, oder eine Rasse, was auch immer, oder ein Geschlecht, an sich auf Kosten von anderen sein Schaf ins Trockene zu bringen. Das geht vielleicht für den Moment, für so eine kurze Zeit, aber vom Prinzip her geht es nicht, weil all die Schlechtigkeit, die ich in mir habe, wieder zurückkehren. All das, was ich an richtig und gut mache, auch wieder zu mir zurückkommt. Also das Stichwort Karma, ethisches Verhalten deshalb, weil es unterm Strich das Vernünftigste ist, sich nach ethischen Maßstäben zu richten. Das individuelle Glück ist auf Dauer nicht ohne das kollektive Glück möglich. Und Ethik gilt deshalb für alle Lebensbereiche, und ist oder sollte auch für Ökonomie ein konstituierendes Element sein. So, jetzt können wir mal vergleichen mit unserer heutigen Lebensphilosophie. Wie läuft's denn bei uns? Was sind denn die Maßstäbe in unserer Gesellschaft? Und da habe ich den Eindruck, dass Ethik im wirtschaftlichen Denken eher eine Nebenrolle spielt, wenn es denn überhaupt als Wertfrage auftaucht. Wertfragen scheinen mir eher nebensächlich oder überhaupt nicht vorhanden. Das Denken in der Wirtschaft ist eher in mathematischen Größen, ja? In mathematischen Modellen. Wo kann ich wie viel verdienen? Wo kann ich wie viel Profit abschöpfen? Und da ist es unter ökonomischen Gesichtspunkten völlig egal, ob ich buddhistische Texte drucke und verkaufe oder ob ich Pornofilme oder Pornotexte verkaufe. Ökonomisch gesehen. Auch kein Unterschied, ob ich Hustensaft produziere oder Whisky, wenn der Profit am Ende stimmt.
So, ein Prinzip ist oft die momentane Maximierung von Gewinn, egal wie sich das langfristig auswirkt. Ja, da wird nicht geguckt, welche Folgen etwas gesellschaftlich hat. Hauptsache sozusagen beim eigenen Portemonnaie stimmt alles. Also das private Vorankommen, privater Reichtum geht vor öffentlichem Reichtum. Wir haben ja oft privaten Reichtum und öffentliche Armut. Und dadurch gelingt es letztendlich nicht, dass die Ökonomie ihre eigenen und eigentlichen Aufgaben erfüllt, nämlich die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern es gibt eine Eigendynamik, eine eigene sozusagen Zielsetzung, die sich aus den Gesetzen der Ökonomie ergibt. Ganz abgesehen davon, dass die langfristigen Folgen dieses Denkens in sozialen Unruhen münden kann, in Fragen der Umweltverschmutzung, wir sehr bald vor Probleme kommen. Nein, schon längst gekommen sind, ja, weil sozusagen der Gesamtrahmen dessen, was ich tue, nicht im Auge behalten wird. Schon auf der ökonomischen Ebene, jenseits sozusagen von ethischen Fragen. So, das war der erste große Block, um mal zu zeigen, welche Fragestellungen aus buddhistischer Sicht mit Ökonomie verbunden sind. Und ich will jetzt mal untersuchen, was denn das Ganze unter existenziellen Gesichtspunkten bedeutet. Also was heißt denn das für meine, für unsere langfristige Entwicklung, für das sozusagen spirituelle Feld, für die Entwicklung, die sich nicht auf den äußeren materiellen Teil unseres Lebens bezieht. Nur eines lehre ich, den Satz kennt ihr, nur eines lehre ich, das Leiden und seine Beendigung. Das ist das Kernthema jeder Spiritualität, insbesondere der buddhistischen Spiritualität. Wie kann Leiden in der Existenz, in unserem Leben und im Leben aller, wie kann das minimiert werden und wie kann das am besten ganz abgeschafft werden? Und das ist die Leitfrage, unter der sich auch jede ökonomische Überlegung sozusagen unterordnen muss. So, was sind die Hauptaufgaben der Ökonomie? Einmal ist es ganz schlicht, es wird euch nicht überraschen, es geht um die notwendige Erfüllung unserer Grundbedürfnisse. Essen, Schlafen, Kleidung, Medizin, wenn wir krank sind. Wenn das fehlt, also wenn das schon fehlt, wenn es da eng ist, dann ist Not, dann ist Leiden unmittelbar da. Deshalb brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ob sich Ökonomie um diese Dinge kümmern muss. Natürlich, sie müssen sich darum kümmern, dass diese Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und das galt damals selbstverständlich auch schon für Mönche und Nonnen. Also selbst für die, die aus diesem Lebensgetriebe sich abgesondert haben, die ihren eigenen schnelleren Weg zur Befreiung beschritten haben, selbst die mussten auf diese vier Dinge zurückgreifen. Deshalb keine Frage, über die wir länger diskutieren müssen. Aber Ökonomie hat ja auch sehr viel mit sekundären Bedürfnissen zu tun. Ich will das an ein paar Beispielen mal deutlich machen. Also sekundäre Bedürfnisse, die nicht unsere Grundanliegen angehen, sondern wo sich darum dreht, unser Leben angenehmer zu machen, es schöner zu machen, einfach lustvoller, freudvoller zu machen. So, zwei Beispiele. Essen. Essen kann man, wenn einem der Magen knurrt, wenn man Hunger hat. Das ist ein Grundbedürfnis. Muss gedeckt werden. Essen kann man aber auch, um einen schönen Geschmack zu haben. Aber so, ach, hat geschmeckt, war gut. Ja, also ein sinnliches Erlebnis. Und Essen kann man auch in irgendwelche abstrusen Sphären hineinführen, wo man sich aus Südafrika ein Ei eines, weiß ich, welchen Vogel einfliegen lässt, weil das unglaublich gut schmeckt. Ja, das geht auch. Und da merkt ihr den Unterschied, alles das bedient Ökonomie. Was ist ein Unterschied, ob es um den Grundbedarf geht oder um irgendeine spinnerte Sache, die ich mir einfallen lasse bei einer Party. Das Gleiche gilt für Kleidung. Wenn es jetzt Winter wird, ist ja fast schon Winter, ja, dann müssen wir was anziehen. Oder im Sommer, um uns gegen Hitze zu schützen und um Plagegeister abzuwehren. Okay, ist Kleidung ein Grundbedürfnis. Aber man kann sich auch anziehen, um einfach, wie ich heute jetzt, ne, guck mich an, einfach um nett auszusehen. Um schön zu sein, ja, für sich und andere.
Oder man kann auch da in abstruse Felder kommen. Ich habe jetzt gerade an Lady Gaga gedacht. Vielleicht kennt ihr die, ja. Da hat Kleidung nur eine ganz andere Funktion als das von unseren Grundbedürfnissen. Und all das bedient Ökonomie. Und da fängt man spätestens an dem Punkt zu fragen, wie weit muss denn das gehen? So, und da ist die Tendenz, sagen wir jetzt, ich sage es nur in der Tendenz, aus buddhistischem Kontext eher freier zu werden, ja, von dem Überkandidelten, von dem, was nur so sekundär draufgepackt ist, eher freier zu werden, als in diesen ganzen, ja, Moloch, in diesen ganzen Prozess des mehr und schöner und öfter und vielfältiger hineinzukommen. In der Tendenz. So, wie sieht das in unserer Wirtschaft heutzutage aus? Ich denke, da ist das Prinzip eher die Bedürfnisse zu befriedigen, egal welche. Und vor allen Dingen geht es darum, ich überspitze ein bisschen, erstmal Bedürfnisse zu erzeugen, um sie dann zu befriedigen. Ja? Also nicht nur, dass man genug schon will und braucht, das reicht nicht aus, sondern muss erst noch künstlich Löcher aufgraben, um sie dann wieder zuzuschütten. Das ist ein Stück weit unser Lebensprinzip. Und da spielt es auch keine Rücksicht, welche Effekte diese Ökonomie im zweiten und dritten Glied hat. Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ob der Einzelne davon krank wird, ja, wenn ich meine Lebensmittel halt zu süß, zu fetten, zu sonst was mache, ob der krank wird, ist egal, Hauptsache die Kasse stimmt. Ob das bei mir sozusagen in der Kasse stimmt oder beim anderen, ist mir nicht egal, aber Hauptsache ich brauche das. Über Umwelt habe ich schon gesprochen. So, wenden wir den Blick jetzt mal auf die Frage, wenn ich mir was erarbeitet habe. Die ganze Zeit war die Frage, wie kommt man an die Sachen ran, die man braucht? Wie produziert man das? Unter welchem Gesichtspunkt? Jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn mit den Sachen um, wenn ich sie denn habe? Also wie ist denn die Seite des Konsums zu betrachten? 4 sinnvolle Möglichkeiten will ich euch nennen oder den Buddha an der Stelle mal zu zitieren. Und ihr hört einfach, was ihr mit eurem Geld macht, ob das in irgendeine dieser Kategorien reinpasst. Wenn ja, dann könnt ihr euch sozusagen freuen, könnt sagen, okay, Prüfung bestanden, alles in Ordnung. Seid nicht überrascht, aber der Buddha sagt, wenn man Dinge besitzt, wenn man was hat, soll man es sich selbst angenehm und befriedigend machen. Also nicht jetzt strenge Askese so. Angenehm und befriedigend machen, es Vater und Mutter, seinen Freunden und Gefährten angenehm machen. Also was davon haben. Die Dinge auch nutzen. Nicht da stehen haben und sagen, ja, ich besitze das alles, dann etwas draus machen. Das ist Konsum. Und hier wird gesagt, Konsum ist genauso natürlich und selbstverständlich wie auf der anderen Seite das Arbeiten selbstverständlich ist. Mit Sicherheit, nein, sich Sicherheit gegen Schwierigkeiten schaffen. Also Vorsorge nennen wir das heute, Daseinsvorsorge. Also was sparen, Lebensversicherung abschließen, für Notsituationen was zurücklegen, für Unvorhergesehenes. Dann kommt leider der Punkt, der uns nicht so angenehm klingt. Man soll seine Abgaben bestreiten. Nicht? Da heißt es noch Familie, okay, vielleicht hat man Alimente zu zahlen, das könnte darunter fallen. Gäste, man kann mal Gäste einladen und sagen, kommt, esst mal heute bei uns. Ja? Ich habe gerade meine Lohntüte nach Hause getragen, ich gebe einen aus. Ungefähr. Also das Prinzip Teilen ist damit gemeint. Dann was Merkwürdiges, man soll Spenden an Dahingegangene geben, also an Verstorbene, an Menschen, die schon gar nicht mehr unter uns leben. Etwas seltsam, vielleicht können wir im Gespräch nachher draufkommen. Auch darauf achten, da gibt es nur andere, die nicht mehr sichtbar sind. Und dann kommt das unbeliebteste, König, Schäuble heißt der König heute, und wir nennen das Steuern irgendwo. Auch das ist ein Teil, wo wir das, was wir erarbeitet haben, sinnvoll und notwendigerweise ausgeben. Und an die Himmelswesen. Also sagen wir Kirchensteuer oder sowas. Oder das ist das Dana-Prinzip, das hier immer angesprochen wird. Also das sind die gesellschaftlichen Verpflichtungen, die wir haben. Und da ist der Ratschlag immer, großzügig zu sein,
nicht zu sparen, wo es geht, ja, sondern sagen, okay, jedem kommt das zu, jeder kriegt das, was ihm zukommt. Jetzt kommt der vierte Punkt. Asketen und brahmisch Lebende mit Spenden fördern. Na, hier passt besser noch die Kirchensteuer. Ja. Dass man sieht, das Geld, das ich habe, dient eben nicht nur darum, diese vordergründig weltlichen Interessen zu befriedigen, sondern auch ein Teil gehört in den Bereich meiner spirituellen Entwicklung oder überhaupt des spirituellen Lebens in einem Land. Jetzt kommt noch ein schöner Tipp von dem Buddha auch. Es ist alles aktuell irgendwo. Da sagt er, achte doch mal auf eine ausgeglichene Lebenshaltung. Ich sorge dafür, dass ihr einen angemessenen Lebensstandard habt. Angemessen. Stichwort Verschuldung, Überschuldung. Ja? Im privaten Bereich wie im öffentlichen Bereich. Da achtet man heute nicht mehr so sehr, was angemessener Lebensstandard ist, sondern befragt seine Wünsche und sagt, was ihr wollt, das ist angemessener Lebensstandard. So, jetzt lese ich das nochmal zu, was rechtes Maß angeht. Was ist maßvolle Lebensweise, fragt der Buddha sich selbst und gibt die Antwort. Da kennt der edle Sohn seine Einnahmen und seine Ausgaben und richtet sich demgemäß seine Lebensweise ein. Also er kennt die Einnahmen, er weiß, was schwarz auf dem Konto steht und er weiß auch, was er dafür ausgeben muss, um über die Runden zu kommen. Dann heißt es, er lebt nicht zu üppig und nicht zu dürftig. Wissend, auf diese Weise werden die Einnahmen meine Ausgaben übertreffen und nicht meine Ausgaben meine Einnahmen. Das ist eigentlich ganz einfach. Warum macht das keiner? Warum geschehen die Dinge nicht? Weil da sozusagen die Achtsamkeit in der Richtung nicht entwickelt ist, sondern man eher seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen, die irgendwo irgendwann aufsteigen, folgt. Und jetzt wird's brutal, jetzt werden ja gleich Negativbeispiele genannt, wo denn das Geld hinfließt, obwohl es da nicht so recht hin soll. Also wo das Wohlerworbene einfach dahin streicht. Vier Negativbeispiele werden genannt. Das erste ist ungeordnete Sexualität, Frauengeschichten. Weiber, sagt man heute zu. Kein Kommentar, jeder muss ja wissen, was mit seinem Geld passiert. Alkohol und Drogen ist noch so ein Punkt, wo man sehr schnell da in Dimensionen kommt, wo das Taschengeld eben kleiner ist als das, was die Dinge kosten, die man braucht. Spielsucht ist auch offensichtlich, bei Spielen hat man am Ende immer verloren. Und schlechter Umgang. Das ist ein bisschen das Tückische dabei, dass man oft in Gesellschaft ist, wo Prinzipien herrschen, die diesen Prinzipien hier nicht wirklich zu Pass kommen und man deshalb in Bahn gelenkt wird, die am Ende einen negativen Ausgang haben. Alles in allem kann man sagen, es ist ein unmäßiger, unheilsamer, überzogener Sinnesgenuss. Ja, zu viel von den Dingen dieser Welt brauchen, zu viel wollen und zu viel genießen. Ich will an der Stelle nochmal sagen, weil das häufig ja ein Misskredit kommt, was der Erwachte da sagt, dass im Buddhistischen keine strenge Askese, kein Verzicht gepredigt wird. Also nach dem Motto, keiner darf etwas tun. Ihr müsst euch alles verbieten, dürft euch nichts gönnen, ihr müsst sozusagen in Sack und Asche gehen und ja, seid arm. Esst Wasser, nee, trinkt Wasser und esst Brot. Das ist nicht der Punkt. Wir haben ja schon vorhin gehört, dass der Buddha sozusagen gerade rät, sich auch was zu gönnen. Jetzt kommt es aber in einem Maß, in bestimmten Regeln, die für einen selbst und für die gesellschaftliche Dimension in Ordnung gehen. Also genießen ist erlaubt, aber mit bestimmten Regeln. Und eine dieser Regeln haben wir schon gekannt. Nur das genießen, was man sich auch rechtmäßig erworben hat. Das, was einem gehört, was einem zusteht. Sich was gönnen auch, ja, sich selbst gegenüber nicht geizig sein. Und dann ist der wichtige Punkt, nicht egozentriert genießen. Nicht zu sagen, ich allein, der Rest ist mir egal. Und sagen, komm, hier hast du auch. Also dieses solidarische Prinzip des Teilen, nicht das für sich allein behalten. Und der vierte Punkt, der ist entscheidend, weil er sozusagen in eine neue, andere Dimension hineinreicht, weil er sagt, nicht rauschhaft genießen.
also nicht über die Stränge schlagen, nicht so genießen, dass man jedes Maß vergisst und vor allen Dingen nicht so genießen, dass man vergisst, dass es eine Dimension jenseits des sinnlichen Genießens gibt. Wer das nämlich vergisst, es gibt etwas, das darüber hinaus führt, der hat sich sozusagen jeden Zugang zu einer spirituellen Entwicklung verbaut. Wir können noch so sehr mitten im Gewühl sein, unserer sinnlichen Befriedigung, solange wir wissen, ich bin im Gewühl, aber es gibt eine Möglichkeit, darüber hinaus zu wachsen, es gibt etwas Besseres, Tieferes, Befriedigenderes, solange ist die Zukunft offen. Wenn ich meine, das ist alles schon hier, ich muss noch mehr in die Vielfalt, ich muss noch schneller, öfter und billiger vor allen Dingen alles haben, dann schneiden wir uns jede Möglichkeit von einer inneren Entwicklung ab. Und ein letztes Beispiel noch, wie man auf der konsumtiven Ebene umgeht, wie man da sozusagen die richtigen Maßstäbe behält. Da ist die Empfehlung in einer Lehrrede, dass man ein Viertel für den täglichen Unterhalt verwendet, also für die Erfüllung von Verpflichtungen für Konsum. Ein Viertel. Zwei Viertel Reinvestition ins Geschäft. Also ich kann nicht alles, wenn ich ein Geschäft habe, abends in der Kasse als das empfinden, was ich ausgeben darf, sondern ich muss, dass der Laden läuft, wieder was zurückgeben. Ich muss einfach reinvestieren. Und das letzte Viertel als Daseinsvorsorge. Kann ja mal was Unvorhergesehenes passieren. Kann ja mal in der Zukunft eine Notsituation eintreten. Es kann ja sein, dass ich irgendwas mal am Meer brauche, was durch die Einnahmen zum entsprechenden Zeitpunkt nicht gedeckt ist. So, das waren jetzt zwei, kommt gleich zum Schluss, zwei Bereiche, wo Ökonomie eine Rolle spielt. Der eine Bereich ist, Ökonomie deckt unsere Grundbedürfnisse. Der andere Bereich ist, Ökonomie deckt unsere Bedürfnisse sekundärer Qualität, also Lebensstandard, erhöht unser Wohlempfinden im Leben. Und jetzt kommt ein dritter Punkt, der eigentlich entscheidende ist, weil hier ein zusätzliches Potenzial von Wirtschaft mit enthalten ist. Das ist die tertiäre Bedeutung der Ökonomie, weil nämlich jedes Wirtschaften auch die Grundlage dafür ist, für Leben, das andere, tiefere, höhere oder wie auch immer Ziele hat. Denke an Wirtschaft, an Wissenschaft. Ich denke an Kunst und ich denke auch an Spiritualität. Und das soll sozusagen der Appell zum Schluss sein. Nein, nicht der Appell, aber die Bitte um Aufmerksamkeit, dass ökonomisches Verhalten, eine gute ökonomische Situation, eine exzellente Grundlage dafür sein kann, dass ich meinen spirituellen Weg gehen kann. Also wenn ich von morgens bis abends arbeite, abends müde ins Bett falle und das Geld gerade ausreicht, um Miete, Essen und Kleidung zu bezahlen, kann ich vielleicht am Sonntag in die Kirche gehen. Ja? Dann ist es aber aus. Aber wenn ich, wie manche von uns, so verdienen, dass wir sagen, ja, ich werde satt und es bleibt noch ein Euro übrig, bei manchen mehr, dann ist es doch die Grundlage zu sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und da kann man nur sagen, da fahre ich eben einmal mehr in Urlaub. Da kaufe ich mir eben noch, weiß ich, einen Anzug oder eine Hose oder Schuhe mehr. Dann gehe ich eben noch einmal mehr in der Woche essen. Kann man alles machen. Aber dadurch wird nicht gesehen, das Potenzial einer gesunden ökonomischen Situation, das Leben in eine Dimension zu überführen, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und ich sagte am Anfang schon, dass der buddhistische Orden vor 2500 Jahren nur deshalb existieren konnte und sich ausbreiten konnte, weil die damalige ökonomische Situation in Indien Prosperation bedeutete. Da war was da, da war mehr da an Lebensmitteln, als unmittelbar gebraucht wurde von der Bevölkerung. Damit konnte man einen relativ großen Orden von Menschen unterstützen, die eben nicht in unserem Sinne ökonomisch tätig sind, sondern ihren spirituellen Weg, ja, sagen wir mal, hauptberuflich gehen. Damit soll das mal Schluss sein. Atme durch, es ist vorbei und wir haben
jetzt die Möglichkeit, über all das zu reden, was ich entweder nicht klar ausgedrückt habe, wo was fehlt oder wo ihr andere Meinung seid. Dreimal durchatmen und dann... Ihr habt jetzt erwartet, dass ich eine Anlagenberatung oder so mache. Bitte? Brauchen wir eine Versicherung. Ja, kann jemand eine Versicherung hier günstig anbieten? Bitte schön. Mein Eindruck ist, dass eines der großen Probleme zu sein scheint, dass jeder Mensch das richtige Maß eine andere Meinung hat. Und dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Und das auf einen Nenner zu bringen, das müsste etwas schwierig sein. Ich glaube auch gar nicht, dass man das auf einen Nenner bringen muss. Ja, ich nehme zwei kleine Beispiele, die ich schon mal angetippt habe. Essen und Kleidung. Ja? Also wir können hier ein Wochenendseminar machen, eine Tagung machen und festlegen, wie viel jemand essen soll, darf, muss, nicht? Wie viel sich jemand gönnen kann. Ist aussichtslos. Und genauso ist es bei Kleidung. Was soll ein Unterschied, ob jemand wie ich zu Hause am Schreibtisch sitzt und abends irgendwo hingeht und einen Vortrag hält? Oder ob jemand in einer Bank arbeitet, in einer Institution arbeitet mit Publikumsverkehr. Nicht? Da habe ich doch ganz andere Erwartungen, gesellschaftlich gesehen, andere Erwartungen, wie jemand sich gekleidet hat. Und da wäre es ja unsinnig, nun da Vorschriften zu machen, wie die Chinesen vor 30 Jahren, jeder läuft in so einem blauen Kittel rum und alles sehen gleich aus. Das ist es ja nicht. Sondern es geht in erster Linie nicht um äußerlich sichtbare Dinge, sondern um mein Verhältnis dazu. Und ich kann einen Top-Anzug tragen, wenn ich in einer gesellschaftlich herausragenden Funktion arbeite und kann trotzdem bescheiden sein. Und ich kann in Lumpen rumlaufen und trotzdem immer nur gucken, ach, das wäre schön und das würde ich mir wünschen und das wäre klasse. Ja? Es geht also eher um unser inneres Verhältnis zu den Dingen. Um das Brauchen von materiellen Gegenständen, Sinnesobjekten. Und da ist jede spirituelle Entwicklung darauf angelegt, freier zu werden von all den tausend Dingen, die man eigentlich bräuchte. Und wenn wir unsere Lebenssituation heute anschauen und einfach mal vergleichen mit der Lebenssituation der Menschen vor 2500 Jahren, ich würde fast wetten, dass die allermeisten von uns materiell gesehen besser gestellt sind als der Buddha damals. Ich würde genauso die Wette eingehen, dass 100% von uns, da bin ich jetzt wagemutig, ja, 100% von uns nicht so glücklich sind wie der Buddha damals. Ja. Also es ist keine Beziehung zwischen den materiellen Dingen, keine ursächliche Beziehung zwischen den materiellen Dingen und meinem inneren Wohlbefinden. Das ist immer eine Frage des Verhältnisses. Man ist reich, wenn man nichts braucht. Ja, das ist banal, aber wieso? Und man ist arm, wenn man viel braucht. Ja, denk immer an den Sokrates, der über den Markt lief und sagt, ach, wie schön, dass ich den ganzen Mist nicht brauche. Also er hat es auf Griechisch gesagt, ein bisschen höflicher, ja, aber das ist der Kern des. Guckt sich das an, wie schön, den ganzen Kram brauche ich nicht, herrlich. Ja. Das ist Reichtum. Wenn man viel Geld verdient, aber noch mehr braucht, ist man armer Teufel. Und da ist damit darauf hingewiesen, dass man diese Bedingungen, diese Beziehungen klärt. Und nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich verschenke alles. Kommt nach Hause zu mir morgen, ich verschenke alles. Das wäre nicht Sinn und Zweck, weil das ja ein innerer Entwicklungsprozess ist. Von Loslassen, von Befreiung, von weniger brauchen. Und das dauert, das braucht seine Zeit. Aber wichtig soll sein, dass man weiß, in welche Richtung dieses orientiert, wo es hingeht. Ja, manchmal kommt man da, sagen wir mal, so in Konflikte. Man sagt, also im Handel zum Beispiel, wenn man Produkte verkauft, da will man die natürlich für den höchstmöglichen Preis verkaufen, ja, und beste Leistung anbieten. Ja. Aber der es kauft, der sagt immer, das ist zu teuer, ich schaff das nicht, kann es gar nicht bezahlen. So, das ist natürlich immer irgendwie so eine Bilanz und, oder sagen wir mal, so eine Konfrontation. Also jetzt in dem buddhistischen Sinne müsst ihr dann sagen, okay, ja gut, ich sehe ein, ich kann es dir nicht leisten, ich gehe mal noch weiter runter mit dem Preis, oder wie ist das zu verstehen? Weil mein Eintritt ist ja in dem Sinne, bestimmte, sagen wir mal, Profitabilitätsziele eines Unternehmens zu erreichen und damit entsprechend, ja, die Produkte so teuer wie möglich, geschickt wie möglich zu verkaufen. Aber da ist ja dann schon irgendwie so eine
zum Konflikt. Ne? Das ist definitiv so. Ja, und du musst ja auch in so einer Situation die eigenen Interessen nicht vergessen. Muss ich nicht sagen, ich habe was produziert, ich wollte nicht zahlen, komm, dann nimm's so. Nimm's einfach, ja, mach einen schönen Tag. Ja. Der Buddha lehrt immer wieder das Prinzip des Gebens und der Großzügigkeit. Aber mit Verstand. Ja. Was nützt es denn, wenn man sagt, ich gebe meine Produkte zum halben Preis oder zum Preis unter der Herstellungsmarge. Ja. Das nützt doch nichts, weil dann spätestens nach 2 Monaten die Bude zu ist. Ja. Aber es ist doch ein Unterschied, ob du sagst, du, das sind meine Interessen. Also so viel muss es schon kosten. Oder ob du sagst, also das Produkt hat die und die Eigenschaften, kann das und das, und es ist falsch. Das ist ein Unterschied. Ja. Das eine ist, du willst deine Interessen vertreten, der andere auch, und da findet man sich irgendwo. Das hat ja nichts mit Betrug zu tun. Ja. Das sind 2 unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist ja eben das Prinzip, ich will auf Kosten des anderen mich bereichern. Und ein anderes Prinzip habe ich in der Form noch nicht genannt oder so deutlich nicht benannt. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich mache mein Geschäft, um davon zu leben. Oder ob man sagt, ich habe meinen Laden, um jedes Jahr so und so viel beiseite zu tun. Ob ich das nun brauche oder nicht brauche, ist egal. Sondern der Profit an sich ist etwas. Nicht? Am Buddha heißt es, man arbeitet für Gewinn um Gewinn. Das ist was anderes. Da kommst du in diese Spirale, wo sich Ökonomie verselbstständigt, wo sie nicht mehr die Funktion hat oder die Funktion erfüllt, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wo eine Eigendynamik entsteht, wo es nur noch um die Zahlen geht, egal was die negativen Wirkungen davon sind. Und da ist einfach die Erinnerung dran, Ursache und Wirkung, ja, man kann jetzt tolle Geschäfte machen. Wir haben ja jahrelang, wenn man unsere Ökonomie betrachtet, jahrelang tolle Geschäfte gemacht. Also Geschäfte in Anführungsstrichen. Was Konsum bedeutet, was unsere Bevölkerung nach dem Krieg konsumiert hat, ist unvorstellbar. Nur ich bin nicht sicher, ob wir alle Rechnungen dafür schon bezahlt haben. Ja, die Rechnungen, die sind noch im Umlauf. Nehmen wir das Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung und. Ich glaube, dass da noch nicht alles offen ist, ja, welchen Preis wir dafür zahlen. Und deshalb der Hinweis, nicht langfristig zu sehen, nicht jetzt auf den kurzfristigen Moment der Befriedigung hier und jetzt zu achten, sondern darauf zu achten, was hat denn meine Art ökonomischen Handels mit meinem Wohlstreben unterm Strich zu tun? Ist es kompatibel oder geht es mir momentan gut, im nächsten Jahr noch besser, übernächstes Jahr noch besser und irgendwann sozusagen aus der karmischen Gesetzmäßigkeit heraus habe ich das Nachsehen und sage mir, ach, hätte ich doch, ja, oder hätte ich doch besser nicht. Das sind, glaube ich, die Hinweise. Meine, wo würdest du denn in diesem System den Zins einordnen oder die Geldanlage? Das weiß ich, ob man das unbedingt als eine ökonomische Handlung, ob das eine ökonomische Handlung schon, aber das ist keine Arbeit in dem genannten Sinne. Oder ist es vielleicht doch so, also es gibt ja Leute, die leben von den Zinsen, die ihr Kapital wirtschaften. Das ist eine verdammte Frage, muss ich sagen. Also, um es ehrlich zu sagen, ich wäre froh, wenn nicht. Ja? Aber ein Unterschied ist, ob in einem ökonomischen System bestimmte Standards herrschen. Ja? Also, wenn du heute sagst, ich gehe mit meinem Geld zur Bank und gebe es auf die Sparbuch gibt's noch, 0,3% oder sowas, berichtigt mich, wenn das falsch ist, dann ist das gesellschaftlicher Standard, ist sozusagen anerkannt. Ja? Also da hätte ich jetzt keine Skrupel zu sagen, das, was ich an Geld übrig habe, das lege ich da an und ja, die Inflation ist ja so und so mehr. Also verstehst du, in dem Bereich, wo man sagt, das ist Konsens, habe ich keine Skrupel. Aber wenn das dann anfängt, und das sind wir alle empfindlich auch dafür, wenn jemand sagt, du, wenn du bei mir investierst, 10% unterm Strich kommen raus.
Ja? Warum passieren denn die ganzen Flops? Weil die Leute eben nicht mehr sagen, ich bin mit 3% zufrieden, sondern ich will mehr. So, und da wird's windig. Und wenn man nur von seinen Zinsen lebt, hat das gute karmische Ursachen, sonst würde das nicht funktionieren. Das ist zweifellos. Passiert ja nichts ohne Grund. Wenn jemand von seinen Zinsen leben kann, hat das Ursachen. Positive Ursachen. Aber das sind auch Konten, die so geplündert werden. Wenn man nur auf Kosten von anderen lebt und vergisst zu arbeiten, dann ist dieses Konto irgendwann mal geplündert. Ja? Also um es in einem Satz zu sagen, wo gesellschaftlicher Konsens besteht, okay, wo das über die Norm, über die allgemeine Norm hinausgeht und Rasszucht und Gier dahinter steht, nein. Ich meine, wir können uns heute hier im 20. und 21. Jahrhundert ja keine Ökonomie neu erfinden. Wir sind ja alle in eine bestimmte Lage, in eine bestimmte Situation hineingeboren und müssen da leben. Ja, wir können uns ja nichts jetzt extra aussuchen. Aber innerhalb der vorgefundenen Situation gibt es sehr unterschiedliche Spielräume. Und da sage ich immer, die Spielräume, die uns zur Verfügung stehen, so auszunutzen, so zu nutzen, wie sie den ethischen Maßstäben entsprechen. Mehr kann ich nicht sagen. Und das kann für jeden, sieht für jeden anders aus. Gibt es also nicht so eine direkte Zuordnung wie im Islam, dass keine Zinsgeschäfte überhaupt gewollt sind? Ist mir nicht begegnet, ja. Wir werden ja öfter sehen, dass der Buddha in vielen Fällen nicht konkret wird, sondern Richtlinien angibt, Prinzipien. Und wir sind aufgefordert zu gucken, was sagen uns die Prinzipien für meine Lebenssituation. Und da gibt es die zwei Grundprinzipien des Nehmens oder des Gebens. Und jede Spiritualität empfiehlt Geben, ist sozusagen wertvoller als Nehmen. Mehr ist nicht gesagt. Und das Zweite ist deine Bedürftigkeit, wie hoch die ist. Diese beiden Prinzipien zusammen sind individuell. Unsere Bedürfnisse unterscheiden sich und unsere inneren Haltungen zu den Dingen unterscheiden sich. Und da geht es darum, Schritt für Schritt die Spielräume zu erweitern, die wir haben. Nichts übers Knie zu brechen und sagen, jetzt erfinden wir die ideale Ökonomie. Wird nicht funktionieren. Unsere Entscheidungsbereiche angucken und sehen, wie kann ich mich da entfalten und entwickeln. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, in einem von der Gesellschaft, wie du es genannt hast, angemessenen Standard und meinetwegen nur 0,3% auf dem Sparbuch, das an Zinsen abwirft, aber ich eigentlich weiß, dass das bei einem Unternehmen ist oder bei einer Bank, die damit zum Beispiel über Waffengeschäfte oder sonstiges das Geld verdient. Ja. Also es ist doch ein Unterschied, ob ich mein Geld bei der Deutschen Bank liegen habe oder bei der Ökobank. Ja, ich sprach von Spielräumen. Und das ist genauso ein Punkt. Man kann das Geld in Sparstrumpf tun. Und man kann gucken, wo investiere ich. Und das sind ja auch nur Spielräume. Ja? Und das Problem ist heute oft, dass wir nicht wissen, wie verwickelt und vernestelt die einzelnen Unternehmen sind. Man hat einen guten Eindruck, aber weiß nicht, wofür Kredite vergeben wird. Aber man kann gucken, ob eine Bank sich raussucht, wo, weiß ich, Umweltprojekte unterstützt werden, wo bestimmte soziale Projekte unterstützt werden. Das ist Spielräume, ja. Muss ich kümmern. Ich meine, ich habe vorhin ein paar Tabuberufe genannt. Ja. Das ist einfach zu sagen, also verzichtet auf den Handel mit Gift. Ja. Oder also es war überschaubar. Also dann, die Berufssituation im alten Indien war überschaubar. Ja, abgesehen davon, dass damals die Leute nicht so einfach einen Beruf ergreifen konnten wie wir. Die waren ja eher eingebunden in das Kastensystem, das hat sich über die Familie mehr tradiert. Aber wir haben ja heute ein Stück weit Entscheidungsspielraum, ob man Metzger werden will oder Künstler. So ein bisschen Spielraum ist da. Aber wir sind ja oft auch eingebunden in Situationen, wo eine Firma, ich sage jetzt mal, ich fantasiere, Kühlschränke baut und Teile für Panzer oder so. Ja, das ist so. Und da wird's schwierig. Aber da ist meine Empfehlung,
in erster Linie mal zu gucken, wo habe ich die Möglichkeit, direkt Dinge richtig zu machen oder die 5 ethischen Grundregeln, die ich genannt habe, einzuhalten. Ja, auf das Feld gucken der unmittelbaren Begegnung mit anderen. Und wenn ich an einer Stelle stehe, wo ich unmittelbar Dinge tun muss, die andere schädigen, dann muss man über kurz oder lang die Reißleine ziehen. Aber all das Mittelbare, das haben wir in dieser komplexen Situation nicht im Griff und nicht im Auge. Ich könnte mir fast keinen Beruf mehr vorstellen. Ich habe das neulich mal so ein bisschen bei mir überlegt, welche Berufe könntest du dir denn vorstellen, die völlig in Ordnung sind, wo nicht irgendein Risiko ist. Ist mir fast nichts eingefallen. Ja? Selbst der Briefträger, der nur was austrägt, ja? Er weiß, was der da alles transportiert. Er weiß nicht, was da drin ist in diesen einzelnen Umschlägen. Vielleicht ein Töpfer noch, ja, sagt, ich mache Tasse, und aus der Tasse trinkst du deinen Tee, was ist da schlimm dabei? Ja, sowas vielleicht. Aber die meisten von uns sind nicht Töpfer, sondern sind in Zusammenhängen, die sie nicht im Letzten durchschauen. Aber sie durchschauen eher, wie handle ich jetzt im Umgang mit anderen Menschen? Erzeuge ich mehr Leid oder minimiere ich Leid? Da kann man schon was tun. Und mein Merkposten für mich ist immer, Verhalten schafft Verhältnisse. Ja? Wir tun immer so, als seien die Dinge so gegeben, als seien sie da. In gewissem Sinne stimmt das, aber das sind ja alles Prozesse. Wir leben in einer Situation von Gewordenheit. Diese Gesellschaft hat sich nicht vom Himmel jetzt auf die Erde gesenkt und war da, sondern sie ist aus langfristigem, immer wiederholtem Verhalten entstanden. Und so wird sich das auch in die Zukunft weiterentwickeln. Und meine Behauptung ist, wer die ethischen Maßstäbe einhält, so gut es geht, sorgt dafür, dass aus diesem Verhalten langfristig andere Verhältnisse werden. Nur das ist eine Geduldsfrage. Weil wir sind so verkeilt und so vernestelt und so eingebunden in diese festen Strukturen oder diese fest gewordenen Strukturen, dass so der Entschluss, ach, ab morgen bin ich ein lieber Mensch und mache alles richtig, ein schöner Entschluss ist, aber sich nicht unmittelbar umsetzt in andere gesellschaftliche Verhältnisse. So wie wir uns hineinbegeben haben über lange Zeit in diese Situation, so müssen wir uns auch wieder herausarbeiten. Da hilft sonst nichts. Und es ist auch das, sagen wir, Befriedigende daran, weil man sieht, es liegt in meiner Hand, die Dinge zu verändern. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Sie sind Gewordenheiten, die ständig im Fluss sind und ständig sich umstrukturieren. Sagen, ob man die Zeit, die man jetzt frei hat von Arbeit, wenn man die im sinnvoll nutzt, um sich spirituell weiterzuarbeiten und dadurch auch eben deine inneren Sinne zu verändern und dann eben auch auf den Menschen voranzukommen. Hatte ich vergessen zu sagen, ist aber ein wichtiger Punkt. Unsere ökonomische Situation hat den meisten Menschen viel Zeit zur Verfügung gestellt. Ja? Also mehr, als es je der Fall war. Gucken wir uns die Zeit der beginnenden Industrialisierung an, wo die Menschen bis zum Umfallen gearbeitet haben. Ja? 7 Tage in der Woche und 16 Stunden am Tag und mehr. Also da war kein Spielraum, um klar zu denken. Da war nur ein bisschen Spielraum, ausruhen, bis es weitergeht. Und heute ist die Situation, dass wir alle relativ viel Urlaub haben, Wochenende frei haben. Also ich sage nicht, dass wir nicht belastet sind. Wir sind anders belastet, ja, dass wir uns da nicht missverstehen. Wir haben nicht sozusagen das Paradies. Aber wir haben, was unsere Zeitökonomie angeht, eine ganz andere Situation als je zuvor. Nur, was machen wir mit dieser freien Zeit? Ja, wir beschäftigen uns noch mehr, wir strengen uns noch mehr an, ja, wir treiben die Mühle noch mehr an. Klassisches Beispiel ist der Sonntag. Ja. Die christliche Kirche sagt immer, nutzt den Sonntag für die Kirche oder für euer Seelenheil oder wie sie es formuliert.
Was macht der normale Mensch am Sonntag? Er gibt sich nicht seiner spirituellen Entwicklung hin, sondern setzt sich ins Auto und verstopft die Autobahn und fährt noch irgendwo hin, um sich was anzugucken und irgendein Restaurant zu besuchen oder irgendeine Vergnügung zu suchen. Ja? Das ist sozusagen mit einer Art von Entscheidung, die wir zu treffen haben, neben unserer materiellen Situation in Zeitökonomie so zu nutzen, dass wir ja Zeit haben, um Dinge anders zu machen, um unseren Geist mit anderen Themen zu beschäftigen. Man könnte ja meditieren, man könnte ja einen Retreat machen, man könnte ja mal ein Buch lesen, man könnte ja irgendwas mal machen, was das Alltagsgetriebe nicht einfach nur fortsetzt, sondern so eine Art Alternative ist. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich hier ja schon mal über den Uposatha-Tag geredet habe. Manche haben das noch mit Schrecken in Erinnerung. Und das ist ja gerade der Tag in der Woche, wo es darum geht, weniger vom Äußeren, vom Sinnlichen zu leben, um mehr vom Inneren zu leben. Wenn man viel Zeit hat, wäre es theoretisch erlaubt, auch zweimal in der Woche einen Uposatha-Tag zu machen. Oder mehr seiner Freizeit einfach anderen Dingen zu widmen. Es gibt in der alten buddhistischen Tradition eine Art Feiertag, das was bei uns der Sonntag christlich ist. Und im Westen ist der Uposatha. Das ist ein Tag besonderer innerer Übung. Man sagt so, heute geht's nicht raus, sondern heute geht's mal nach innen. Ja, also ein Übungstag, wo man mehr den Geist ernährt und weniger den Magen ernährt. Und im Indien, im alten Asien, war das traditionell so, dass da die Leute ins Kloster gegangen sind. Haben sich da eine Predigt angehört, haben sich gefreut, haben auch sicher ein bisschen Picknick oder sowas gemacht und sind dann nach Hause gegangen. Und für diesen Tag gibt es ein paar spezielle Regeln, zum Beispiel nach 12 Uhr Mittag nichts mehr zu essen, um auch mal zu zeigen, es geht auch ohne ständige Stopfen. Und stattdessen mehr so ein bisschen die geistige Auseinandersetzung, nicht mehr die Übung, das Innere zu reinigen, das Herz, den Geist zu reinigen. Uposatha heißt es. Kommt bald mal wieder dran. Ja. Geht aber nicht auch andersrum ein Schuh draus? Du hast ja kurz Konsumverzicht hingewiesen, auf jetzt noch Uposatha. Aber ich kann mich erinnern, wenn wir bei irgendwas verboten haben, ja, manche müssen es recht haben. Jetzt Uposatha, Konsumverzicht. Also es ist nicht auch so möglich. Man lebt das aus. Autos, Drogen, Alkohol. Ich komme zu den Sinnen und sage, ist nicht anhalten. Das muss wirklich so besser laufen. Wie gehe ich aufs Rennstuhl aus? Zum Laden, du bist gefährdet. Ja. Ich wundere mich, dass du nur regelmäßig kommst. Also er spricht aus seiner Vergangenheit, aber er zählt, er hat es trotzdem geschafft. Ja. Mit welchem Beispiel erkläre ich das? Da machen wir auch mal einen besonderen Abend zu. Was Sinnesfreude für Qualität haben. Ja? So, und ein gutes Beispiel, um das zu erklären, was du speziell gefragt hast, ist, Sinnesfreuden nachgeben ist wie Salzwasser trinken. Also du hast im Grunde gesagt, ja, wenn ich jetzt immer richtig drauf loslebe, dann merke ich doch am Ende, dass es nicht funktioniert. Ja, und kriege dann die Kurve. Das Dumme ist doch, wir alle leben doch seit anfanglosen Zeiten und haben den ganzen Kram alle schon vorne, hinten, vor und zurück probiert und sind nie auf die Idee gekommen, es wird nicht funktionieren. Das Teuflische dabei ist doch, dass die Wünsche, die in uns sind, uns gerade die äußeren Dinge als verlockend erscheinen lassen. Da ist ja eben keine Klarheit, sondern der Wunsch, etwas haben zu wollen, zeigt uns doch die Dinge verlockend. So, und da sagt unser Geist immer, ja, diesmal hat es nicht geklappt. Also Stichwort, bei der nächsten Frau klappt es bestimmt, ja, oder beim nächsten Mann. Das ist ein Grundprinzip. Oder beim nächsten Job, da wird's bestimmt gut. Oder wenn ich das Buch erst gelesen habe, dann ist klar.
Oder wenn ich in der Stadt endlich mal lebe, dann lasse ich alles hinter mir. Also ich will damit sagen, das hat noch nie funktioniert, dass der Geist von sich aus gemerkt hat, das taucht nichts. Es sei denn, er hat diese Achtsamkeit in sich so weit entfaltet. Deshalb haben wir die Hinweise, die wir in allen Ecken da lesen, nicht die Hinweise, Sinnlichkeit genießen ist wie Salzwasser trinken. Im Moment ist es angenehm, aber man kriegt nur noch mehr Durst damit. Und zum Prostatatag nochmal, da klingt in unseren Ohren immer ein bisschen schrill Verzicht, ja? Weil wir uns denken, wir haben schon so wenig und dann sollen wir auf etwas verzichten, haben wir am Ende noch weniger. Das kann es doch wohl nicht sein, dass da die Empfehlung kommt, noch weniger Lebensfreude zu haben. Aber dieser Upasatha-Tag hat ja eine andere Dimension noch, sich nämlich an Dingen zu erfreuen, die jenseits von sinnlichem Genuss sind. Und da wird ein Schuh draus. Wenn ich etwas Besseres habe, nicht? Als Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ne? Wenn ich was Besseres habe, dann kann ich das weniger Gute doch lassen. Nur so funktioniert es. Es funktioniert nie, wie gesagt, lasst alle eure Freuden sein. Lasst sie sein. Das geht nicht. Ja, aber wenn ihr merkt, es gibt etwas Besseres, dann fragt man sich, warum habe ich das die ganze Zeit gemacht? Wie konnte ich so doof sein? Man weiß es aber nicht. Bitte? Man weiß es ja noch nicht. Man ist ja nicht in dem Stadion. Eben. Und das ist der kritische Punkt. Wir sind jetzt weitgehend in einem Stadium, wo wir wissen, was angenehme Sinneskontakte, was es jetzt bringt. Da wissen wir, was wir in der Hand haben. Also wir haben den Spatz in der Hand. Und da kommt der Buddha und zeigt auf die Taube auf dem Dach und sagt, die Taube ist viel besser als der Spatz, lass ihn los. Und wir alle halten den Spatz fest und sagen, den habe ich wenigstens, da weiß ich wenigstens, was da dran ist, an den 3 Gramm. Ja. Die Taube ist da oben. Und ich sage, das ist genau deshalb der kritische Punkt, weil da in uns so etwas wie ein Grundvertrauen sein muss. A, die Taube gibt's wirklich. Und B, ich werde sie irgendwann einmal haben. Man kann ja mit einer Hand nicht 2 Dinge gleichzeitig festhalten. Wenn man die Taube will, muss man den Spatz loslassen. So, und da braucht es das Grundvertrauen zu sagen, ich probiere es mal. Aber dieses Grundvertrauen wird ja sozusagen systematisch auch aufgebaut. Und jetzt sind wir wieder bei Ethik. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ethisches Verhalten ist eben nicht ein System von Einschränkungen. Du darfst nicht, du sollst nicht. So ein ethisches Verhalten verändert unser Inneres. Herr Wachte sagt, wer sich lange wirklich nach diesen Prinzipien richtet, wer die Silas einhält, wird eine überraschende Erfahrung machen. Es geht ihm von innen her besser. Wir alle haben die Erfahrung vielleicht nicht gemacht, weil wir da mal ein bisschen über die Stränge schlagen, da mal nicht ganz so richtig uns verhalten. Deshalb ist unser Inneres eher grau in grau. Und deshalb spricht der Buddha immer mal von der Freude der Vorwurfsfreiheit. Von der Situation, sich selbst sagen zu können, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Deutsch gesagt, gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das ist damit angedeutet. Das heißt, über ethisches Verhalten verändert sich unsere innere Empfindungssituation. Es wird heller. Es wird leichter. Wir brauchen nicht dauernd Kompensation von außen, weil es hier innen dunkel ist, sondern da ist es schon heller. So, und je heller es ist, umso weniger brauche ich da von draußen. Also das ist sozusagen, die Taube flattert schon ein bisschen, ja, und kommt sozusagen in Richtung auf uns zugeflogen. Ethik. Und wenn du dann den Bereich der Meditation noch dazu nimmst, wo es ja auch möglich ist, zur inneren Erhellung, zur inneren Freude beizutragen, kommst du irgendwann zu dem Ergebnis, der Spatz ist nur ein Spatz. Ja? Und noch später kommst du zum Ergebnis, warum halte ich denn die Taube in der Hand? Lass sie doch fliegen. Mit freien Händen durch die Welt zu gehen, ohne Belastung durch die Welt zu gehen, ist doch noch einfacher. Ja?
soll sagen, Verzicht heißt nicht das, was bei Faust da heißt, nicht begehren, nein, entbehren sollst du, sollst entbehren, ja? Sondern im Buddhistischen heißt es, ich habe was Besseres. Ich brauche es nicht mehr. Behalte es für dich. Das ist der Weg. Ein längerer Weg, aber funktioniert definitiv. Und jetzt sind wir nochmal bei Ökonomie. Ja? Was nutzt mir mein Reichtum, wenn ich den anderen beschissen habe? Ja? Da kann ich mir alles leisten, aber was wir nicht mitkriegen, dass jeder Akt, jeder negative Akt anderen gegenüber bei uns eine negative Spur hinterlässt. Jede Übertretung einer ethischen Regel heißt es hier dunkler machen, grauer machen, öder machen, schwerer machen, ja, unschön machen. Und da kann man sich ausrechnen, in welche Tiefen das sozusagen hineingeht. Und da können wir von außen her gar nichts mehr kompensieren, weil da einfach tote Hose ist. Im Buddhismus sind wir ja aufgefordert, uns das Motiv immer zu betrachten, unseres Handelns. Nehmen wir mal an, ich will also mein Geld vermehren, achte aber nicht so drauf, ob das jetzt den höchsten ethischen Anforderungen entspricht, aber will mit diesem erwirtschafteten Geld vielleicht ein Waisenhaus in Haiti unterstützen oder in Kathmandu oder so. Heiligt dann der Zweck die Mittel sozusagen oder eben nicht? Also ich bleibe im Bild, das Geld auf unrechtmäßige Weise erwerben, macht hier dunkel. Es zu geben, macht hell. Ja? So, und wie es in uns aussieht, bestimmt die Summe unserer positiven oder negativen Akte. Also wenn ich das ganze Leben lang ein Gauner war, habe ich das ganze Leben lang Körnchen für Körnchen, ja, dunklen Sand in mich hineingetan. Und wenn ich einmal ein Waisenhaus in Haiti unterstütze, habe ich vielleicht 7 helle Körnchen dazu getan. Verbessert das, ja, aber ein Sack voll dunkler Körner und 7 helle Körner kompensieren das nicht. Ich will das Prinzip andeuten. Das Ergebnis ist so eine Art karmische Mathematik, die ich nicht kenne, aber es ist eine innere Gesetzmäßigkeit, ja. Weil jeder Akt, und da können wir sicher sein, jeder Akt im Denken, im Reden und Handeln hat nicht nur Folgen in der äußerlich sichtbaren Welt, sondern jeder Akt des Denkens, Redens und Handelns hinterlässt in mir eine Spur und macht ihn noch so winzig sein. Aber der Witz ist doch, dass wir in unserer Wachsituation permanent denken, permanent reden oder permanent handeln. Das heißt, wir sind immer dabei, dunkle oder helle Körnchen in uns anzusammeln. Und diese ethischen Prinzipien, die ich genannt habe und bezogen habe auf ökonomische Fragen, die sollen doch nur bedeuten, wer sich so verhält, ja, der sammelt bildhaft gesprochen helle Sandkörnchen, weiße Sandkörnchen an. Und irgendwann ist das so viel, dass es von innen strahlt und deshalb die Strahlkraft der äußeren Dinge, der sinnlichen Objekte nicht mehr groß ist. Und das ist die spirituelle Entwicklung, mehr zur inneren Erhellung beizutragen und überhaupt innere Erhellung zu haben, um damit unabhängiger zu werden von all den materiellen Dingen, die wir sonst für unser Glück brauchen. Geht es in die Richtung? Ja, danke. Ich komme jetzt gerade noch auf diese Frage zurück, wenn man es jetzt im Extrem betrachtet, mit Robin Hood quasi. Man nimmt nur, um dann wieder geben zu können. Ist dann trotzdem auch negativ oder ist es dann mit der positiven Motivation bereits angesammelt wird, um dann weiterzuhalten? Ich erinnere an das Prinzip, ja, geben ist wunderbar, aber nur das, was man sich rechtmäßig erworben hat. So. Und Robin Hood gibt ja etwas, was ihm nicht gehört. Das heißt, er gibt mit der rechten Hand und hat es vorher mit der linken Hand genommen. Ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt 0-0. Ja? Aber wenn er dann den reichen Ritter, der da vorbeireitet, auch noch erschießt, ja?
Dann wird es natürlich eng, weil dann kann er alles geben, aber hat Leben genommen. Ja, da kriegt er 3 Pluspunkte gut geschrieben, karmisch, aber 100 Minuspunkte für den Mord. Ja. Also geben ist wunderbar, aber nur das, was man selbst hat. Und wo kriegt man es her? Wenn man es entweder selbst geschenkt bekommt, dann hat man es rechtmäßig erworben. Oder wenn man sich das durch Arbeit erwirbt. Also die Motivation, das ist sicher richtig. Ja. Man darf nicht auf die äußeren Dinge allein achten. Und wenn ein Gönner nur etwas für Haiti spendet, um in der Zeitung zu stehen, ja, 5 Pluspunkte für die Spende und 10 Minuspunkte, weil Eitelkeit das Motiv ist, aber nicht wirklich das geben wollen. Ne? Ich habe andersrum gedacht. Ich bin arbeitslos und wenn ich jetzt zum Aldi gehe und kaufe mir da irgendwie weiße Klamotten oder bei Kick, dann weiß ich, wo die herkommen, wie die hergestellt werden in der Regel, habe aber kaum eine Wahl, was anderes zu kaufen. Ja. Und da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf, sondern ich versuche so viel zu kaufen, wie ich einfach nur brauche. Mehr geht nicht. Ich kann es nicht besser machen. Und das ist aber immer manchmal ganz schwierig. Sobald ich mehr verdiene, muss ich dann woanders meine Klamotten kaufen. Ist dann logisch. Ja, wir haben uns verstrickt. Wir sind in einer Lebenssituation, wo es an allen Ecken Konflikte gibt. Und die sind auch nicht vom Himmel gefallen. Wir haben uns da hinein verstrickt und es gibt einen Weg heraus. Und wenn man jetzt, das ist wichtig, wenn man in bestimmten Situationen falsch handelt, weil man gezwungen ist, falsch zu handeln, dann ist es wichtig, dass man wenigstens den Maßstab des richtigen Verhaltens nicht aus dem Blick verliert. Man macht manchmal was falsch, sagt, ich weiß, dass es falsch ist, aber im Moment kann ich nicht anders. Dann ist zwar der Akt, der negative Akt vollzogen, aber die geistige Klarheit ist geblieben. Wenn ich das noch aufgebe, ja, wenn ich sozusagen mein Gewissen auch noch vergrabe, meinen klaren Blick auch noch vergrabe, verschleiere, in den Vorhinein. Dann fängt es erst wirklich an, kriminell zu werden, nicht kriminell im Anführungsstrich, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil dann mir jede Orientierung fehlt. Ja, eine Frage, gerade zu diesem Beispiel. Wenn ich die Klamotten aber nicht kaufe, dann haben die verlieren die Kinder, die das erarbeitet haben, verlieren die auch ihr Arbeitsplatz und haben nichts zu essen. Die Welt ist kompliziert. Ja. Die Welt ist kompliziert. Ich will sie hier nicht einfach machen. Ja. Und wir werden ein ganzes Leben lang immer solche Konflikte haben. Und deshalb sage ich immer, es ist wichtig, auch bei allem falschen Tun in der Praxis, wenigstens die klare Orientierung vor Augen zu haben, wo man hin will. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, sagen Sie, Ara wird nie perfekt. Also das trifft, finde ich, da eben auch zu. Einfach, das wird mir auch so klar, wenn ich das jetzt wieder höre, ja, also das ist der Spruch einfach, ja. Also wir werden es nie hinkriegen, völlig ethisch einwandfreien Lebenswandel zu führen, wahrscheinlich, ja, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, weil wir vielleicht auch bestimmte Versprechungen gar nicht wahrnehmen, ja, also wir haben vielleicht unser Geld irgendwo und kapieren das gar nicht, dass es irgendwie was Negatives auslöst zum Beispiel oder wie die Sachen hergestellt sind, die Giftstoffe in den Lebensmitteln, Kleidungen zum Beispiel. Ja, und das ist so komplex, dass ich denke, so, also es wird einfach nie perfekt werden. Und es kann nur ein Ziel sein, möglichst das zu verändern, was man halt verändern kann. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich auch nicht deutlich genug herausgestrichen. Ökonomie bedeutet in einem gewissen Sinne so zu leben, dass das Leben vorangeht. Und es geht besser oder schlechter. Du sagst nie perfekt. Und deshalb sagte ich am Anfang, buddhistische Spiritualität ist ein Weg nach innen. Es ist kein Weg der Weltverbesserung. Weil man an der Welt schrauben kann und drehen kann, aber ändert sich nicht prinzipiell. Ich habe das als Kind klar gemacht, wenn man so einen Fußball hat. Da. Ich stelle euch einen Fußball vor und da ist ein Loch drin, eine Beule. Und was machst du da als Bub? Du willst die Beule rausdrücken. Und es gelingt. Dann drehst du den Ball rum und ist die Beule auf der anderen Seite. So, dann drückst du da wieder. Du kannst machen, was du willst. Du kriegst diesen Ball nicht rund. Da ist ein Loch drin. Luft raus. Ja. Und ich sage ihm, im Samsara ist die Luft raus. Da ist eine Delle drin. Und die Delle kriegt man mit Drücken und Drehen nicht hin. Und deshalb ist nicht die erste Aufgabe, Welt zu verbessern.
wohl das zu tun, damit die Dinge glatt gehen. Aber nicht perfekt zu machen, sondern das, was wir Samsara nennen, zu transzendieren. Darüber hinaus was. Ja? Und das deutete ich vorhin an mit Spatz und Taube. Ja? Also wir halten an dem Spatz erstmal fest. Da ist der erste große Sprung. Wir entscheiden uns für ein ethisches Verhalten und kriegen dadurch die Taube. Jetzt haben wir wieder die Hände gebunden. Ja? Freiheit entsteht nur, wenn man auch die Taube loslässt. Das heißt, wenn man den ganzen samsarischen Ball mit Delle einfach auf den Müll tut, also transzendiert. Aber das ist noch nicht dran im Moment. Nur, dass wir auch hier die Perspektive im Auge haben. Wir können tun, was wir wollen. Am Ende bleibt die Delle immer im Ball drin. Und solange du den festhältst und dich damit beschäftigst, bist du fixiert auf das runde Ding. Und als wenn du das Prinzip erkennst, du kannst dich auf den Kopf stellen, aber du änderst die Situation nicht, dann kannst du sagen, okay, was soll mir der Ball? Der macht mir keine Freude mehr. Okay.